Hey Leute, ich habe keinen Bock mehr, mir das Gejammer von anderen Leuten über ihre Krankheiten anzuhören. Okay, zu Beginn wollte ich nur darauf hinweisen, dass das Video in einer bisschen anderen Stimmung entstanden ist und für mich auch eine persönliche Verarbeitung war. Ich wollte es aber trotzdem mit euch teilen, weil es, denke ich, ein wichtiger Erkenntnisschritt und Prozess ist, der, denke ich, vielen auf dem Weg helfen kann. Aber, wie gesagt, differenziert betrachten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. So, was meine ich damit? Ich habe keinen Bock mehr. Mir ist es immer wieder begegnet, im Verwandtenkreis, bei Freunden, in der Familie, überall, bei Gesprächen auf der Straße mit Freunden. Irgendwelches Gejammer über Krankheiten. Manchmal fühle ich mich so, als würde es da gar nicht um Krankheiten gehen, geht es auch oft gar nicht, sondern es ist irgendwie ein bisschen Wichtigkeit ausdrücken und es ist wie so ein Wettbewerb manchmal auch. Oh, ich habe ja die Krankheit, oh, und weißt du, oh, ich hau mir, muss mir 5 Tabletten reinhauen und der nächste kommt mit dem und oh, naja, das ist doch gar nichts. Worum geht es hier eigentlich? Geht es hier um Beschäftigung? Um was geht's hier? Da ist ein Arztbesuch wie so ein Hobby. Und für viele ist das vielleicht eine schöne Beschäftigung. Aber ich habe keinen Bock mehr, mir das Gejammer darüber anzuhören. Wenn du Lust hast, wieder gesund zu werden, kann man darüber reden, positiv und was machen. Aber in diese Opferrolle reinzugehen, bringt niemanden weiter. Diese Opferhaltung, dieses, oh, ich weiß ja nicht, was ich machen soll und der hat aber dieses gesagt und da könnte ich nochmal schauen, was der sagt. Du musst dir deine eigene Meinung bilden und Selbstverantwortung übernehmen, sonst hast du überhaupt keine Chance auf Gesundheit. Ich möchte hier in dem Video mal Klartext reden, also für die, die ein bisschen zart beseelt sind, ist das Video heute vielleicht nichts. Und für die natürlich, die nichts ändern möchten, die sich jammern möchten über ihre Krankheit und denken, da sitzt ein böser Mann im Himmel und verteilt da Krankheiten oder was für abstruse Theorien es da gibt, woher die Krankheiten kommen. Fakt ist nun mal so, wenn du eine klare Sicht entwickelst, dann siehst du ganz klar, was dich krank macht, was nicht, was du lassen musst. Und bei anderen kann man das ja oft sofort sehen, wenn jemand irgendwie den ganzen Tag vorm Fernseher hockt, Chips isst, sich nicht bewegt und dann Probleme bekommt gesundheitlich, dann sagt es einem jeder. Wenn da jemand raucht, Drogen nimmt, Alkohol trinkt, sich auch nicht bewegt und so weiter, dann sagt einem das jeder, es ist sofort auf dem ersten Sicht, auf den ersten Blick ersichtlich. Aber die Nuancen dazwischen sind fein. Und das, was du für gesund hältst, ist im Grunde auf lange Sicht auch nur ein langsamer Tod. Ich mag mich hier auch nicht, das soll nicht überheblich rüberkommen. Es fällt mir auch schon schwer, glaube ich, bei so einem Video oder für viele wirkt es vielleicht arrogant. Es ist überhaupt nicht arrogant und es ist überhaupt nicht überheblich gemeint. Ich möchte nur klar sagen, wenn du Gesundheit möchtest, dann gibt es Wege. Die kannst du rausfinden und wenn du nach Wahrheit suchst, findest du sie. Und sie steht auch klar geschrieben. Es ist jetzt nicht so was wie, oh, ich gehe auf die Suche, sondern es steht klar geschrieben. Du musst nur, es steht vor deinen Augen. Ich sag's dir gerade, was du machen musst, kannst. Du musst gar nichts. Ich bin hier nur jemand, der dir was erzählt. Es gilt, dass du eine Erfahrung draus machst.
Sonst ist es nur eine Geschichte, du weißt nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, was ich sage. Wenn du die Erfahrung machst, kannst du ganz klar erfahren, was Gesundheit ist und was keine Gesundheit ist. Und all diese chronischen Krankheiten wie Krebs. Und es tut mir, wenn ich nicht... Boah, neulich war es auch... Krebsfälle ist ja Standard heutzutage. Irgendjemand in der Familie, in jeder Familie, wenn du zuschaust, hat bestimmt jemand Krebs. Und dann kommen die Leute mit Chemo und was weiß ich und sagen, ja, aber was soll man denn machen? Ich bin ja so arm dran. Ich höre mir sowas nicht mehr an. Ich sage dann, hey, wir können da weiter drüber sprechen oder sprech mit jemand anderen drüber, wenn du jammern möchtest. Wir können über Lösungen sprechen, wenn du die möchtest, aber anscheinend möchtest du dich ja nur beklagen, du möchtest nichts ändern und dann tut es mir leid, dann musst du halt krank werden und sterben, um es auf Klardeutsch zu sagen. Und das soll jetzt nicht unherzlich rüberkommen. Ich habe mein tiefstes Mitgefühl und ich hab bitterlich Tränen geweint. Ohne Spaß, mir kamen bitterlich die Tränen bei persönlichen Fällen und bei jedem. Es ist so traurig. Es ist so traurig, was viele mit sich selber und ihrem Körper anrichten. Es können eigentlich nur die Tränen kommen. Und wenn man sich nicht drüber lustig macht, es ist so bitter ernst eigentlich. Entweder lacht man drüber oder man weint. Und neulich war wieder so ein Fall und ich wusste auch nicht, ob ich da lachen soll oder weinen soll. Dann wird zu Ärzten gegangen. Wenn ich gesund werden will, dann gehe ich nicht zu Leuten, die keine Ahnung davon haben. Es ist wirklich abstrus. Es gehen Leute, die keine Ahnung von was haben, zu anderen Menschen, zu Ärzten, die auch keine Ahnung haben. Aber was der Gipfel dann noch dazu ist, dass sie meinen, sie hätten Ahnung. Und das meine ich jetzt nicht mal böse, das muss dir jetzt nur bewusst werden. Auch Ärzte meinen es gut und ich habe mein tiefstes Mitgefühl. Sie denken, sie machen das Richtige, aber du musst auch mal erkennen, dass sie keinen Plan davon haben. Sie denken wirklich, sie machen das Richtige. Es meint keiner böse. Jeder handelt nach seinem Besten, nach seiner Meinung. Aber... sie haben eben so viel Annahmen gemacht. Und ihr ganzes Haus ist auf einem falschen Fundament aufgebaut. Diese ganzen Theorien, die Ärzte aufgestellt haben. Sie haben null Ahnung von Gesundheit. Man muss nur mal in die USA zum Beispiel schauen, auch in Deutschland, egal wo. Wir bezahlen mehr Geld für Medikamente und haben mehr Krankheiten denn je. Noch nie war die Bevölkerung in so einem Krankheitszustand. So degenerierte Körper. Es ist traurig, wenn man diese Körper sieht. Nicht mal ein paar Stufen laufen können, ohne dass man außer Atem ist. Und dabei können einem nur die Tränen kommen normalerweise. Oder man kann drüber lachen. Es ist so bitterlich ernst. Und alles, was ich hier sage, möchte ich dich auch bitten, ganz bewusst aufzunehmen. Manches ist hier auch, es sind Fakten, natürlich. Du kannst es zur eigenen Erfahrung machen. Du sollst mir das aber nicht einfach so glauben. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht bezüglich Schulmedizin. Ich tue es in die Infobox mit rein verlinken. Die Ursache von Krankheit wurde nie behoben. Und wenn du einen Arzt siehst, solltest du, Dr. Probst hat es mal gesagt, ein Rohkostarzt, sehr schön formuliert. Du solltest so schnell wie möglich die Füße in die Hände nehmen und wegrennen. Du solltest dich so schnell wie möglich entfernen. Wenn du gesund werden möchtest, dann solltest du dich von Schulmedizin fernhalten, weil davon haben sie keine Ahnung, von dauerhafter Gesundheit, von ja, wirklicher Gesundheit haben sie keine Ahnung. Nur von Symptombekämpfung. Und das ist was ganz anderes. Diesen Unterschied musst du erkennen und klar anwenden. Und wenn du Gesundheit erzeugen willst in deinem Körper, wenn du diese ganzen degenerativen Krankheiten loswerden möchtest, diese ganzen chronischen Krankheiten, Krebs, Diabetes,
Alzheimer, egal was, diese ganzen selbsterzeugten chronischen Krankheiten, Autoimmunerkrankungen, wenn du das alles weghaben möchtest, dann musst du dein Leben verändern, deine Gewohnheiten verändern. Aber du kannst nicht erwarten, Alkohol zu trinken und nüchtern zu bleiben. Du musst aufhören, Alkohol zu trinken, aufhören, ein nicht artgerechtes Leben zu führen, Mist in dich reinzustopfen, 5-mal am Tag, keine gute Umgebungsluft zu haben. Und dann kann sich dein Körper reinigen und du kannst Gesundheit in deinem Körper produzieren. Dann kannst du aufhören, deine Medikamente zu nehmen, egal in welchem Alter du bist, auch mit 80 noch, egal was. Schau dir die Leute an, schau auf die Seite von zum Beispiel Dr. Robert Morse, egal welche anderen Ärzte, wenn du offenen Auges danach liest und dann vor allem die Erfahrung machst, dann weißt du, dass es so funktioniert und stimmt. Und dann kannst du da aus allen chronischen Krankheiten wieder rauskommen, wenn dein Energielevel im Körper noch hoch genug ist. Und du kannst vor allem auch würdevoll von dieser Welt treten. Nicht an irgendeiner Maschine abartig, zugrunde gerichtet, leidend, über Jahre hinausgezogen. Das ist kein langes Leben, sondern ein lang hinausgezögerter Tod, den die meisten sterben. Es ist krank und abartig. Und es klingt vielleicht hart, aber manchmal muss man ernste, klare Worte reden. Manchmal ist es vielleicht an der Zeit dazu, und ich möchte es heute einfach mal rauslassen. Es sind auch Sachen, die ich loslassen möchte, wo ein harter Erkenntnisprozess dahinter steckt. Diese Erkenntnisse, wenn man mal offen die Welt anschaut, können einen am Anfang erstmal fast zerbrechen, weil es so traurig ist, weil du dann erkennst, wie krank im Grunde unsere ganze Zivilisation ist. Der Gesundheitszustand, der Körper, das Verhalten, wie unharmonisch und aus dem Gleichgewicht geraten das ist. Diese Erkenntnis kann einem das Herz zerbrechen am Anfang. Es ist so unglaublich und ein harter Prozess, das wirklich zu verarbeiten. Den Brocken muss man erstmal schlucken. Und das ist was, wo ich so offen, sehr selten ausgesprochen habe, aber ich wollte es in diesem Video eben machen. Wenn du weitere Infos dazu willst, wenn du wissen willst, wie wirklich Gesundheit entsteht, dann schau dir die anderen Videos auf meinem Kanal an, schau auf meine Homepage oder in der Infobox, sind auch zig Links mit Empfehlungen, Hinweisen, vor allem auch die Bücher von Arnold Ehrlich, dann weißt du, wie Krankheit entsteht, wie du Gesundheit stabil, dauerhaft halten kannst, bis ins hohe Alter, bis du mit einem Lächeln auf den Lippen aus dieser Welt trittst. Erfüllt und glückselig und wahrhaftig.